Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Fallout. Bei diesem Video handelt es sich wie jede Woche um ein zeitexklusives Video, das alle meine Leute auf Steady, Patreon oder auch bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vor allen anderen sehen dürfen. Vielen Dank für euren Support. Und jetzt geht's los mit der wirklich umfangreichen und großen Hintergrundgeschichte der Nuka-Cola Corporation, eine der wahrscheinlich größten und wichtigsten Firmen in der Welt von Fallout. Die Nuka-Cola Corporation wurde im Jahr 2044 von einem Mann namens John Caleb Bradburton gegründet. Dieser hatte zuvor sein eigenes Erfrischungsgetränk Nuka-Cola erfunden, an dessen Formel er 2 Jahre lang herumtüftelte. Obwohl, oder vielleicht gerade weil, das Produkt aufgrund des hohen Zuckergehalts unheimlich gesundheitsschädlich war, bereits eine Flasche deckte 120% des täglichen Zuckerbedarfs, eroberte Nuka-Cola die Vereinigten Staaten im Sturm. Innerhalb von einem Jahr wurde das Getränk bereits in den gesamten USA flächendeckend verkauft und hatte im Grunde sämtliche Konkurrenten aus dem Markt mehr oder weniger verdrängt. Im Jahr 2049, also gerade mal 5 Jahre nach Markteinführung, begann John Caleb Bradburton bereits mit der Errichtung von Nuka World, einem Freizeitpark mit Nuka-Cola-Thema. Und bereits ein Jahr später, am 1. Mai 2050, wurden die ersten beiden Gebiete von Nuka World fertiggestellt, das Kitty Kingdom und Nukatown USA. Im Verlauf der nächsten 27 Jahre bis zum Jahr 2077 wurden dann noch die Zonen Safari Adventure, Dry Rock Gulch, The World of Refreshments und die Galactic Zone hinzugefügt. Doch John Caleb Bradburton ruhte sich auf seinem Erfolg nicht auf. Er war stets bemüht, die Formel von Nuka-Cola zu verbessern, zu optimieren. Und aus diesen Experimenten gingen zahlreiche verschiedene Variationen von Nuka-Cola hervor. So erreichten schon wenige Jahre nach Gründung Nuka-Cola-Sorten mit den Geschmackssorten Kirsche und Orange den Markt. Doch natürlich waren es nicht nur die überaus köstlichen und süchtig machenden Getränke, die Nuka-Cola zu ihrem Riesenerfolg verhalfen. Die Firma war auch bekannt dafür, mit Konkurrenz überaus aggressiv umzugehen. So wurden einige Nuka-Cola-Geschmacksrichtungen auch nur deswegen in den Markt eingeführt, um gezielt anderen Kontrahenten auf dem Markt Konkurrenz zu machen und diese mit der gewaltigen Werbepräsenz von Nuka-Cola zu verdrängen. In anderen Fällen wurden konkurrierende Firmen einfach schlichtweg aufgekauft. Oder es wurde zumindest der Versuch unternommen, diese durch eine feindliche Übernahme zu übernehmen, wie bei Sunset Sarsaparilla oder Wimpop. So wurde zum Beispiel auch Nuka-Cola Wild nur deswegen eingeführt, um Sunset Sarsaparillas Marktposition zu schwächen, um diese für eine Übernahme vorzubereiten. Doch während Nuka-Cola Wild überaus beliebt war, konnte es sich zumindest im Südwesten Amerikas nicht gegen den sehr viel traditionsreicheren und älteren Kontrahenten durchsetzen. Dennoch, trotz dieser kleineren Rückschläge für Nuka-Cola, hatten sie den Softdrink-Markt der USA in fester Hand. Aufgrund der überaus hohen Beliebtheit eines ihrer Maskottchens, Nuka Girl, verkauften sie zum Beispiel auch lizenzierte Nuka Girl Rocket Suit Kostüme, die sich im Jahr 2062 überaus großer Beliebtheit erfreuten. So sehr, dass die Kostümläden, die dieses Kostüm verkauften, nicht einmal ansatzweise die Nachfrage decken konnten. Bis zum Jahr 2067 wurden im Grunde in den ganzen USA Nuka-Cola-Getränkeautomaten aufgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Nicht einmal die große Wirtschaftskrise aufgrund der zu Neige gehenden fossilen Brennstoffe und der sinoamerikanische Krieg konnten die Nuka-Cola Corporation schwächen. Ganz im Gegenteil, mitten in der großen amerikanischen Wirtschaftskrise wurde in Nuka World noch Safari Adventure eröffnet, wo Nuka-Cola einen ganz neuen Geschäftszweig nachging, den die Firma bisher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich geheime Experimente an den Genen von Tieren. Unter anderem wurde der Nuka-Chen
Genetic Replicator erfunden. Eine Einheit, die perfekte genetische Kopien von Tieren erstellen konnte oder sogar vollkommen neues Leben. Man könnte sagen, dass dies Nuka-Colas erster Schritt in den Technologiesektor war. Und hier endete die Expansion in diese Bereiche des Marktes bei weitem nicht. So wurde im Jahr 2072 in Nuka-World die Galaxy Zone eingerichtet. Hier wurden die neuesten Technologien und Prognosen über die Zukunft der Vereinigten Staaten ausgestellt. Für dieses Unterfangen arbeitete Nuka-Cola mit einigen der größten US-amerikanischen Technologiefirmen wie Robco Industries, die Walter Corporation oder selbst dem US-Militär selbst zusammen. Gleichzeitig konzipierte Brad Burton diese Zone als eine Art Notfallbunker im Falle eines unmittelbar bevorstehenden nuklearen Kriegs. Und so installierte Nuka-Cola auch das sogenannte Star Mainframe in der Galactic Zone, das alle Roboter, die unter anderem auch militärischer Natur waren, miteinander verband und unter die strenge und direkte Kontrolle von Brad Burton setzte, damit diese die Galactic Zone verteidigen könnten, sollte es zu Ausschreitungen und Plünderungen kommen. Während Brad Burtons persönlicher Bunker allerdings unter Nugatown USA von Walltech errichtet wurde. Im Jahr 2076, einem Jahr vor dem Großen Krieg, arbeiteten einige der weltweit anerkanntesten Chemiker und Chemikerinnen in Brad Burtons Laboren, um neue Geschmacksrichtungen für Softdrinks zu entwickeln. Sein Team war überaus bekannt und weltweit anerkannt und so wurde auch das Militär auf diese Chemie-Experten und Expertinnen aufmerksam. Und sie boten Brad Burton einen Deal an. Im Gegenzug dafür, dass sein Elite-Chemie-Team der Regierung beim Entwickeln von neuen chemischen Waffen half, durfte Brad Burton am sogenannten LeapX-Programm teilnehmen. Einem Programm, das einem auch nach einer nuklearen Katastrophe ewiges Leben bescheren sollte. Die Partnerschaft zwischen dem US-Militär und Nuka-Cola, die nun an diesem Projekt gemeinsam arbeiteten, war als Projekt Kobalt bekannt. Als der alternde Brad Burton, der mittlerweile anscheinend auch große Angst vor einer bevorstehenden Katastrophe hatte, davon erfuhr, dass es theoretisch möglich war, sein eigenes Leben zu verlängern oder gar bis in alle Ewigkeit zu sichern, hatte sein eigenes Überleben und seine eigene Sicherheit für ihn oberste Priorität. Er leitete sämtliche Gelder der unfassbar reichen Nuka-Cola Corporation in die Hände derer, die am LeapX-Programm forschten. Er bezahlte nicht einmal mehr sein eigenes Personal anständig, wodurch es auch in Nuka-World immer wieder zu Fehlfunktionen und Gefahrenquellen kam. Das Militär war mit dieser Kooperation mehr als zufrieden. Dank Brad Burtons Chemie-Team konnten sie ein neues Isotop von Strontium 90 entdecken, das sich perfekt dafür eignete, neue Power-Rüstungslegierungen zu erschaffen, neue Munition für den Prototypen M42 Fat Man oder das sich sogar zur Herstellung von ganz neuer experimenteller Waffen benutzen ließ. Doch auch Brad Burton selbst sah in diesem neuen Isotop Potenzial und er erschuf damit einen mehr oder weniger sicheren Softdrink, den er Nuka-Cola Quantum taufte. Auch wenn in der Testphase dieses neuen Getränks 62 Personen verstarben, dessen Familien lediglich mit einem Frucht- und Käse-Entschuldigungskorb vertröstet wurden, fand man letztendlich doch ein relativ sicheres Isotop, das für das Getränk freigegeben wurde. Nachdem Nuka-Cola Quantum in den Regalen der USA gelandet war, beschloss Brad Bird, die letzten Schritte einzuleiten, um endlich Unsterblichkeit zu erlangen. Denn das LeapX-Programm ging in die finale Phase. Die Sache hatte nur einen Haken. Diese Unsterblichkeitsmaschine konnte lediglich maximal 7 Kilogramm organische Masse beinhalten und konservieren. Ziemlich genau das Gewicht eines menschlichen Kopfes. Und so ließ der Nuka-Cola-Gründer sich selbst köpfen. In seinem Kopf fest mit der neuen experimentellen LeapX-Maschine, die unter Nuka-Town errichtet wurde, verbinden. 6 Monate später fielen die Bomben. Von der einst so mächtigen Nuka-Cola Corporation
war nichts mehr übrig. Doch die Nuka-Cola-Getränke selbst waren so weit verbreitet, dass sie selbst Jahrhunderte nach dem Fall der Bomben immer noch zu einem der weit verbreitetsten und beliebtesten Getränke im Ödland gehörte. Selbst wenn das Getränk mittlerweile keine Kohlensäure mehr enthält und in den meisten Fällen überaus warm genossen wird, hat es immer noch eine süchtig machende Wirkung auf die meisten Personen da draußen. Eine Zeit lang wurden die Nuka-Cola-Getränke in einer kurvigen Flasche ausgeliefert. Allerdings verlor Nuka-Cola hier einen Rechtsstreit gegen eine rivalisierende Firma, die nicht näher benannt wird, und musste ihr Flaschendesign verändern. Seitdem wurde das Getränk in den typischen raketenförmigen Flaschen ausgeliefert. Zu den Firmen, die Nuka-Cola aufkaufte, gehörten unter anderem Marley's Very Cherry Soda, das unter Nuka-Cola dann zu Nuka-Cherry umgewandelt wurde, das Grape Pear Soda, das zu Nuka-Grape wurde, Sharon's Down Home Country Lemon, das zu Nuka-Cola Clear wurde, und Packet Full of Joe, was Nuka-Cola als Nuka Boost einverleibt wurde. Neben vielen weiteren Softdrinks wie Nuka-Cola Victory, Nuka-Cola Twister, Nuka-Cola Dark, Nuka-Cola Quartz und so weiter wurden natürlich auch viele andere Nuka-Cola-Fanprodukte vermarktet. So gab es zum Beispiel Nuka-Cola-Brillen, T-Shirts, Hoodies, Nuka-Cola-World-Fan-Klamotten und so weiter. Und sie produzierten Spielzeuge wie beispielsweise den Thirst Zapper, die Nuka-Cola-Lunchbox, den Nuka-Cola-Toy-Truck und den Nuka-World-Paddleball. Und auch größere Geräte wie den Nuka-Cola-Fridge oder die Nuka-Cola-Vending-Machines. Doch sie waren, wie schon gesagt, auch im technischen Sektor unterwegs und haben auch tatsächlich Waffen produziert, wie beispielsweise den Nuka Nuke Launcher, die Nuka Nuke, die Nuka Quantum Grenade, die Nuka T51 Power Rüstung und die Quantum X01 Power Rüstung. Zu ihren beliebtesten Maskottchen gehörten Bottle und Cappy, der King Cola, Nuka Girl und Naira. Nuka-Cola ist eine deutliche Anspielung an die real weltlich existierende Firma Coca-Cola. Das betrifft nicht nur die Art des Produkts, sondern selbst das Logo und zumindest das alte Flaschendesign. Und auch der Name des Erfinders von Nuka-Cola ist eine Anspielung auf die beiden Namen der Erfinder von Coca-Cola und Pepsi-Cola. Aus John Pemberton und Caleb Bradham wurde John Caleb Bradburton. Tja Leute, und das ist die Geschichte der Nuka-Cola Cooperation. Es gäbe noch wahnsinnig viele kleine Details, über die man reden könnte, aber wir haben ja schon sehr viel über die Nuka-Cola Cooperation gehört, wenn es um andere Softdrink-Hersteller ging, um andere Firmen, und ich wollte mich hier jetzt nicht wiederholen, sondern eher wirklich die fehlenden Elemente hier zusammentragen, damit ein Gesamtbild der Nuka-Cola Cooperation, ihrer Gründung und ihres Verlaufes bis hin zum großen Krieg nachvollziehbar ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für euren Support auf Patreon, auf Steady, als YouTube-Kanalmitgliedschaft oder wie auch immer ihr den Kanal weiterhelft. Vielen Dank dafür und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.